Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der letzten Generation haben am Montagvormittag die Südosttangente und die Kreuzung der Laxenburger Straße mit der Raxstraße in Wien-Favoriten blockiert. Die Regierung habe auf die Forderung nach einem Grundrecht auf Klimaschutz nicht reagiert. Deshalb protestiere man heute, betonte die letzte Generation. Jetzt zeigen wir hier, dass wir immer noch entschlossen sind und dass wir nicht aufgehört haben mit dem Kleben, weil die Regierung hat eben ihre Klimaziele noch nicht erreicht und sie hat auch noch nicht glaubhaft gemacht, wie sie diese erreichen will. Und deswegen brauchen wir ein Recht auf Überleben. Das ist unsere neue Forderung. Wir brauchen das in der Verfassung, damit wirklich jede Regierung verpflichtet ist, uns aller Lebensgrundlagen eben zu schützen, auch in der Zukunft. Es ist eine extreme Belastung, es ist eine Herausforderung und man ist extrem nervös vorher. Aber wir machen das halt aus einem guten Grund und deshalb setzen wir uns dem aus, auch wenn man angefahren wird oder bespuckt oder alles Mögliche. Also ich war im November auch dabei bei der Protestwelle und da haben mich dreimal Autos angefahren. Ich bin abgeschossen worden mit Gegenständen, bespuckt, also getreten. Das ist leider anscheinend normal, dass die Leute so aggressiv werden. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass die Leute verstehen, dass wir alle auf demselben Planeten leben und dass es uns alle betrifft. Und nicht nur uns, die auf das aufmerksam machen. Also wir sind der Feueralarm in einer brennenden Welt. Auf der A23 bildete sich laut ÖAMTC mehrere Kilometer Stau. Bei der Kreuzung der Laxenburger Straße mit der Raxstraße staute es in alle vier Richtungen. Beamte waren an beiden Orten im Einsatz. Das zeigt eben, wie viel Aufwand sie bringen. Der Hubschrauber, habt ihr schon gehört, all das für Leute, die nur das Recht auf Überleben sichern wollen. Und die richtigen Kriminellen, die können weitermachen mit ihrer Zerstörung. Erst wenn die Regierung einen verbindlichen Plan für den Klimaschutz vorlegt, wolle man die bekanntgegebenen Proteste nicht durchführen. Diesen Samstag um 11:55 ist ein Großprotest beim Wiener Museumsquartier angekündigt.